So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind zum Glück heute wahnsinnig gut aussehend aufgewacht. Gibt es noch irgendwelche letzten Sachen, die du mir auf den Weg geben möchtest? Ja, nicht trinken. Spät? Vor dem auf dem roten Teppich, jetzt ganz wichtig. Die Fotografen kennen dich ja nicht. Dann werden sie auch sagen, nur Gesine, geh mal weg. Einfach stehen bleiben. What? Du musst einfach stehen bleiben. Das ist voll verletzend. Das abprallen lassen, abperlen lassen. Okay. Weil beim zweiten, dritten Mal kennen sie dich ja dann auch. So, oh, geil. Jetzt sind wir hier. Und jetzt, was passiert jetzt? Wir sitzen hier, Licht geht aus, Bühne geht an. Wie, das war's? Der ganze Aufwand nur für den Teppich? Ja. Nee, das meine ich nicht. Naja, also es gäbe natürlich noch die Möglichkeit, Backstage die Preisträger abzufangen und Instagram zu übernehmen. Ich habe mit dem Michael Rüberl die neue Rechnung offen. Ich sage nur Aftershow-Party, Michael, Aftershow-Party. Ja, sagen, ja, ist klar. Der ganzen Aktion. Ja, was ist denn los? Ja, das. Was war denn das? Aftershow-Party. Okay, einmal hier der Blech. Ja, dann schaut mal hier rüber. Hier. Das finde ich ganz reizend, weil du ungefähr die Einzige bist, die an mich im Zusammenhang mit der Komödie denkt. Selbst ich war gerührt, als ich den Film gesehen habe. Nee, nein, nein. Ja, ich spiele das so großartig. Wer ist der Kerl? Jetzt gleitet das Gespräch ein bisschen ab. Wer den Film noch nicht gesehen hat? Ja, ab ins Kino. Läuft seit 3-4 Monaten nicht mehr im Kino. Findest du Jodo Euler auch so lustig wie ich? Total. Gibt es den ganz, als würdest du es überhaupt nicht witzig? Nein, ich finde es wirklich sehr witzig. Aber es ist leider so, dass ich es nicht zum ersten Mal... Es gibt so eine Stelle, da wirst du immer blauer, blauer, blauer. Wahrscheinlich habe ich einfach aufgehört zu atmen. Das lernt man im zweiten Jahr. Also wir haben rot gelernt. Das war so eine Reform, die unsere neue Direktorin eingeführt hat. Ich habe hier noch ein Foto. Könnten auch wir beide sein? Jodo und ich? Ja. Jetzt habe ich tatsächlich einen Preis gewonnen. Aber ist doch nicht der erste. Das ist der zweite. Der erste ist sehr lange her schon. Und auch kaputt. Wir haben ihn gefeiert. Ein Teil des Preises liegt im Kühlschrank bei mir. Schmilzt, wenn er nicht im Kühlschrank ist? Wenn man mit ihm im Arm von einer Bar fällt, dann geht er kaputt. In inniger Umarmung mit dem Preis irgendwo runtergefallen. Mit dem Preis und dem Ralf und dem Ben und dem Robert. Man kann damit so flanieren. Ich hab Angst, dass der fällt gleich wieder runter. Ja, stimmt. Ihr wird ja nächstes Jahr den Nachwuchspreis 2020 gewinnen. Schöner Ausflug. Ich versuche sie ja schon die ganze Zeit so ein bisschen zu beraten. Es stößt dann auch manchmal an meine Grenzen. Man muss vieles wagen. Nicht den Anforderungen der anderen entsprechen. Mutig genug sein, auf die Schnauze zu fallen. Ich erfülle eigentlich alles, was Sie gerade gesagt haben. Okay, dann klappt es ja nächstes Jahr. Waren Sie eigentlich auch so verliebt in Alexander Scherzer, dass ihr gespielt habt? Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dem, was der da tut. Ja. Na gut, ich war einfach verliebt. Wir haben beide in Magdeburg angefangen. Sie haben ja Ophelia da gespielt. Das war meine erste Rolle in Magdeburg. Wahnsinn. Ich habe Pippi Langstrumpf da gespielt. Das ist ja fast das Gleiche. Das ist ja wirklich eine Traumrolle für mich. Einmal weiterfahren. Immer Baggerfahrer. Für mich nicht fremd, weil wir unser Studium mit einem 4-wöchigen Arbeitspraktikum im Tagebau begonnen haben. Das war eigentlich gar nicht schwer für Sie. Technik. Die Frisur. Mir hat sie sehr gut. Die Belohnung ist ja hier. Ja, aber das war nicht die Frisur. Aber ein bisschen. Es ist doch die Frisur. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist ja das eine Belohnung. Ich habe mir die dunkelste Stunde angesehen und habe gesagt, bitte, schreib doch mal auf.
spielen dann so eine Rolle für eine Frau. Alle Autoren dieser Republiken. Vielleicht sollten wir dem Michael Rupert mal wenigstens ein Getränk vorbeibringen. Ich meine, der liegt da immer noch hinterm Vorhang. Ne? Ich bin dagegen. Das, was der mir angetan hat, ich finde einfach, das ist schon ein bisschen. Also wir lassen ihn einfach liegen? Einfach ein bisschen. Ein bisschen liegen. Er muss einfach spüren, was er da getan hat. Ja, okay. Oh, ich glaube, das spürt er gerade. Ja, hoffentlich. Ist dein erster Preis? Nee. Ach so. Der erste war mit 13. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 19. Gerade erst volljährig sozusagen. Ja, kann man so sagen. So wie ich. Du bist einfach so ein junger Typ und das ist total toll. Ich ja auch. Eigentlich könnten wir mit Schwestern spielen. Absolut. Ja, ich würde auch gerne mitspielen, vielleicht als die Tochter. Ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, weil jetzt hast du alle Aufmerksamkeit von diesem krassen Kanal. Mit welchem Regisseur würdest du gerne arbeiten? Nee, das sage ich einfach nicht. Nee. Aber er guckt wahrscheinlich, oder sie guckt zu. Nee, genau deswegen, ja. Ja, okay, klar, Spielberg. Also welches Remake würdest du gerne machen? Ah, schwierig. Oh, ich bin echt nicht der Typ für sowas. Wir schneiden dein Denken raus. Was ist dein Lieblingsfilm? Der weiße Hai. La La Land. Nee. Doch, ich würde total gerne mal tatsächlich tanzen und singen. Ich würde gerne mal eine Musical-Film mitspielen. Okay. Mary Poppins, habe ich gleich schon zu erzählen. Ja, Mary Poppins. Oder Moulin Rouge. Wie heißt die Serie, in der du die Hauptrolle spielen wirst? Ach Gott, muss es jetzt lustig sein? Ich bin echt nicht die Richtige für sowas. Das ist deine Plattform für, darauf habe ich jetzt Bock. Okay, ich habe Bock auf lauter Rollen. Ich würde gerne mal eine geistig Behinderte spielen, ich würde total gerne mal eine körperlich Behinderte spielen, ich würde total gerne mal jemanden spielen, die so super kapriziert ist und alle Leute an der Nase rumführt und die man eigentlich hasst, aber gleichzeitig ist man irgendwie so, findet man so wundernswert, dass sie alle so mit Finger wickelt und irgendwie versteht man nicht so ganz, wie die eigentlich steht. Und eine Prinzessin, ich würde total gerne mal eine Bandleaderin spielen, so aus den 90er Jahren. Ich würde 80er, so eine richtig Punk-Rock. Eine Politikerin, das finde ich irgendwie auch spannend. Ich habe diesen Preis bekommen, weil es darum geht, dass die großen digitalen Firmen, die Künstlerinnen und Künstler, und zwar alle, die Musiker, die Schauspielerinnen, die Schriftsteller, die Journalistinnen, angemessen bezahlen, weil menschliche Arbeit muss einfach richtig vergütet werden. Und diese digitalen Monopole haben in den letzten Jahren das nicht gemacht und diese Reform soll sie dazu bringen, und zwar ohne Zensur und ohne Einschränkung der Meinungsfreiheit. Jetzt hat ja der Brad Pitt der Politik die Laudatio gehalten. Wie war das für Sie? Schön. Man sagt ja immer, Politiker sind auch Schauspieler. Ist das so? So eine Bundesdelegiertenkonferenz ist ja nicht so ganz anders als hier heute Abend. Haben Sie eine Public Persona, wenn Sie in der Öffentlichkeit sind? Hier zum Beispiel Brad Pitt. Brad Pitt, okay, haben wir geklärt. Klasse. Ich habe es nicht genau verstanden. Man denkt, man ist jemand anderes. Naja, man ist ja nicht privat in der Öffentlichkeit. Man hat ja immer eine gewisse... Oder ja. Sind Sie privat hier? Oder persönlich? Nee, das privat würde ich es jetzt nicht nennen, aber... persönlich schon, ne? Ich denke nicht, ich bin jemand anderes. Ich glaube, es ist eher der Versuch, bei sich selbst zu bleiben. Mir ging es in der Politik auch immer darum, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Es gab ja viele Reden und Dankesreden, die ungemein politisch waren. Die zum Klimaschutz, zur offenen Gesellschaft, zum Kampf gegen Rechts, gegen MeToo. Wir haben uns ein paar Mal angestupst und gesagt, nein, wir dachten, das ist jetzt hier so ein bisschen Popcorn, aber es war echt immer wieder unfassbar berührend. Ja. Und jetzt fehlt es ja natürlich nicht bei den Grünen. In den Parteien so allgemein fehlt es ja an guten Köpfen. Wir haben ja keinen Willy Brandt mehr, wir haben keinen Helmut Schmidt mehr, wo sind die denn alle? Da wäre ja hier, wenn Sie jetzt festgestellt haben, eigentlich sind die Schauspieler ja doch alle politisch. Könnte man nicht einfach so Quereinsteiger noch dazu nehmen, dass ich zum Beispiel in der SPD jetzt für die Spitze... Jan Böhmermann. Ja. Oh, da würde ich auch für wählen. Da könnte man doch Nachwuchs einfach jetzt hier akquirieren aus Ost und Ja, aber das müssen die selber wissen. Ich glaube, zu sagen, wir suchen jetzt einen guten Politikdarsteller, aber das macht haben die Amerikaner mit Ronald Reagan ja. gemacht. Und was haben sie davon gehabt? Ja. Also, das, ja. Also ich glaube, Quereinsteigertum ist eine gute Sache. Man muss nicht 40 Jahre Plakate geklebt haben. Haben Sie das gemacht? Plakate geklebt? Ja, klar, natürlich. Es sind auch ganz viele dabei und reden ja schon so, ob die jetzt gleich alle Politiker werden wollen im Sinne von, die gehen ins Parlament, das müssen die ja selber wissen, aber Demokratie handelt von den Leuten, die mitmachen. Man spürt es in der Kunst- und Kulturszene überall, dass da eine andere Bewusstheit ist, die öffentliche Rolle auch gesellschaftspolitisch zu interpretieren. Und die Türen sind offen gerade, die wollen her damit. Da ist er, der Preisträger. Heute ja. Ja, ich habe tatsächlich beim Tatortraining ganz schön viel schon abgeräumt. Da haben so viele tolle Leute mitgespielt. Zwei in der Folge, nee, drei. In der Folge drei, aber ich bin ja für die gesamte Staffel. Das habe ich nicht so verstanden. Echt? Dann gebe ich ihn zurück. Ich habe gedacht, der ist für sieben Jahre Arbeit, für sieben Jahre Tatortraining. Ich habe gedacht, Sie haben sich da einfach extrem schlecht vorbereitet. Das ist mir gerade sehr unangenehm. Also ich nehme diesen Preis, egal für wen er ist, ich nehme ihn jetzt an für sieben Jahre Tatortraining. Wir waren ja
waren ja zusammen auf dem Filmpreis mit Lars und so. Und die Strecke da mit dem Moped. Das war auch cool. Hat echt Spaß gemacht. Wann fahren wir eigentlich nach Portugal? Das war im März oder jetzt schon dieses Jahr? Nee, März ist noch zu kalt. Aber dann da frierst du immer, ne? Wo bist du dann eigentlich mal vor? Mit Lars. Wir sind beide in Marienfelde aufgewachsen. Und wir besuchen einfach unsere Familien in Marienfelde. Ist auch schön. Ist auch schön, ja. Magst du eigentlich Kunstgut? Nee. Wirklich nicht? Nee. Aber wie war dein Radarreiniger für dich? Das Kunstgut ging noch, schlimm war die Folge mit Milan Peschel. Wenn da ganz viel Honig drin ist, finde ich das ziemlich gut. Dann kann man es ja auch auf Brot. Schatz, ja, möchtest du noch ein Kunstgutbrot? Ich würde dir noch eins machen. Du, gerne. Nee, dann wo kommt denn der jetzt noch hin? Der kommt aufs Gästeklo. Und dann kann ich die so heimlich genießen. Ich finde das besonders eitel, das aufs Gästeklo zu stellen. Nein, voll das Understatement hier. Aber es ist auch voll das Reise auf dem Gästeklo. Nein, ich sage den Gästen natürlich, die dürfen das richtige Klo benutzen. Das Gästeklo ist quasi mein Rückzugsort. Dann, dann nehme ich es zurück. Das ist Janus Klo. Nee, dann ist das voll. Das ist mein Klo mit meinen Preisen. Ich weiß, dass die Frauen auf ihn stehen. Das ist auch schon echt süß. Ja, super süß. Da steht schon. Okay. Hallo! Hurra! Hurra! Der Pumuckl ist da! Ich war ja Sailor Moon, aber ich find's auch so cool. Ketzerische Frage. Das ist ja der Preis für eine komödiantische Rolle. Und richtig. Ich habe ja aber geweint. Ja, komischerweise in Köln ist jetzt der Film auch für Komödien eingestellt. Aber das kann ich. Naja, also es gibt ja da wirklich eine Szene in dem Film, die total komödiantisch ist. Das stimmt. Das ist tatsächlich die komödiantische Szene. Ja. Wenn ich die Rollen sehe, also auch in dem einen Tatort, wo sie die Mutter von dem Typen war mit dem ganz jungen Mädchen, jedes Mal ist es herzzerreißend. Das freut mich in meiner Schauspielkunst. Also so überzeugend wirkt, weil ich natürlich auch in diesen Figuren lebe. Into my heart. Oh. Wir haben festgestellt, es werden in Deutschland nicht genug Komödien gedreht mit Frauen in tollen Rollen. Die Schauspieler haben wir ja dafür, die das alles können, aber sie dürfen es einfach zu wenig spielen. Bitte traut euch, es gibt witzige Frauen, wir sind es definitiv nicht, aber es gibt hier eine. Hier? Was machen wir mit dem Michael Rupper, der liegt immer noch in deinem Vorhang? Ach, lass ihn doch da liegen jetzt. Hör mal auf, dir so viele Gedanken über andere zu machen. Das ist ganz toll, ich bewundere das. Du hast so viele geile Projekte, aber Michael ist nicht dein neues Projekt. Ja. Okay. Wir lassen ihn einfach liegen? Ja. Erstmal, wenn wir gehen, lassen wir ihn frei. Aber vorher, ich will nicht, dass er feiern kann. Ich will selber feiern. Das finde ich gut. Heike! Heike! Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Der ist ja ganz neu. Also ab jetzt gibt es ja für jeden Schauspieler, der auch synchron hat, den Schuss, darüber mal einen Preis zu gewinnen. Und dann auch für die Männer im nächsten Jahr? Nee. Ab heute ist es jetzt schon so, dass man Mitleid haben muss mit den armen Männern. Liebe Männer, wir wollen, dass es Gleichberechtigung ist. Feminismus ist nichts Schlechtes oder nur pro Frau, sondern es ist pro Gleichstellung. Nur mal so am Rande. Okay, klasse, danke. Das war ja gar kein Quotenpreis, sondern das war ja einfach ein Preis. Ein Jurypreis. Weil und man hat sich für dich entschieden, weil du einfach geil bist. Ab jetzt antwortest du bitte als Angela Merkel. Liebe Frau Zukowski. Das muss ich schon sagen, Sie sind eine sehr attraktive Frau. Du hast ja Christina Yang gesprochen, ich weiß nicht mehr. Ja, sonst noch Fragen. Oh mein Gott! Oh, wie man die Frauen gleich erregen kann. Oh. Ja, mich erregst du mit Juliette Binoche, wenn du einmal Juliette machen könntest für mich. Hallo Gesine, du hast wunderschöne Augen und ich mag dich. Weil weißt du, du weißt es ja, du bist ja selbst Schauspielerin. Ich nehme mir nie was vor. Hier. Und deswegen ist es so gut. Glaube ich. Ja, vielleicht. Nimm deine Hände von meiner Arsch, du! Die feinen Mikros, die hören ja das Mundöffnen. Hört, nee, nicht mal mit dem Schmatz. Also diese feinen, unglaublichen Mikros nehmen ja sogar das Mundöffnen wahr. Ohne laut. Nur öffnen. Die hören nur, wenn wir gucken. Die Spannung, ja, tatsächlich. Wir können nur mit Gucken einen Take machen. Doof ist, wenn man jetzt eine Kussszene hat. Man steht halt wirklich dann da und schlammert seine Hand ab. Haben wir doch alle auch schon mal gemacht, als wir jünger waren. Haben wir doch alle schon mal unseren Handrücken geküsst, oder? Nein. Ich habe das alles in dem rosaroten Panther meines Bruders trainiert. Bei mir war es immer mein Mund. Auf den Mund nicht! Alter! Gibt alles, ne? Gibt ja ganz verschiedene Sachen. Wo sind wir jetzt beim Thema? Für $50, Alter. Für 75 kann deine Alter uns dabei auch zugucken. Die Freundin von Julia Roberts, die Versace. Kleine. Versace? Ja. Das ist meine Stimme. Oh mein Gott! Das finde ich überhaupt das Geilste daran. Man hört das Alter nicht in einer Stimme. Na gut, Pippi Langstrumpf würde ich jetzt nicht mehr abkaufen. Pippi Langstrumpf wird von einer Kollegin gesprochen, die so alt ist wie ich, oder? Nee, das ist Bibi Blocksberg. Ach, Bibi Blocksberg. Ich liebe Bibi Blocksberg. Ja. Wenn wir heute Abend meine Bibi Blocksberg-Kassette hören, es war so gut. War echt geil. Ich
fand uns auch großartig. Wir sehen einfach so gut aus. Ja, das ist schon krass, ne? Der Schauspielkollege hat vorher zu mir gesagt, guck es nicht, du kriegst die Bilder nicht mehr raus. Das ist zu krass. Ich weiß, du wirst schlecht träumen. Ich fand es ja gar nicht so schlimm. Wenn solche Szenen wirklich gut gemacht werden mit so einem tollen Regisseur, dann ist das zu ertragen. Ja, der hatte ja diese ganzen kleinen Tannenbäumchen da hängen, ne? Die man heutzutage ins Auto hängt. Heutzutage? Ja, macht man das nicht mehr? Haben die alle Leichen im Auto? Eine Leiche erkennt man, es soll ein süßlicher Käsegeruch sein. Man muss nur Kaninchenstall denken. Wir wollten nur trinken. Vögel nicht. Nein, das war zu spät. Wollte man auch nicht mit ihm. War das trotzdem auch ein bisschen sexy mit Jonas? Jonas ist immer sexy. Was wäre dein Kneipenspitzname? Prost. Prost. Okay. Prost. Dann kann man nur sagen Prost. 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 Ich glaube, wir müssen jetzt mal auf Klo. Ja, kannst du mir helfen, meinen Haken aufzumachen? Ich helfe dir auch bei deinem. Ja. Cool. Ciao. Wir haben jetzt hier den Ensemblepreis für Mura. Das ist der Nachteil ja bei Instagram, das Format ist nicht ensembletauglich. Jetzt muss mal jeder hier einmal kurz gezeigt werden. Ja. Hier haben wir den Regisseur Christian Frosch, der macht ja so Arthouse-Filme. Und jetzt hat ein Arthouse-Film einen Ensemblepreis. Das feiern wir alle sehr. Das ist auch ein politischer Film und in den heutigen Zeiten ehrlich gesagt besonders wichtig. Das klingt ja doppelt schlimm, Arthouse und politisch. Er ist schüchtern, Arthouse-Regisseure sind immer so mit Understatement. Ich habe dir ein Taschentuch gegeben, du warst ganz weinerlich, weil dein Mann gerade gestorben ist. Nein, sie hat ihn umgebracht. Er hat mich wieder verwechselt mit Susanna Simon. Ich habe zu der Zeit gestillt und hatte einen Monsterbusen. Das weißt du nicht, weil der wurde mir abgebunden, weil ich eine Lesbe gespielt habe. Warum Lesben keine Busen? Ja. Bei der Degeto, oder? Ja. Ich muss dann jetzt richtig nochmal Pia vorstellen. Ach, ist das eine Verkaufsveranstaltung? Genau. Was? Nein, ich kenne ja auch alle. Wir sind auch alle wahnsinnig gut befreundet. Wir standen auch schon vor 30 Jahren vor der Kamera. Es ist echt, wir sind so gute Freunde alle. Echt schön, euch alle mal wieder zu sehen. Klasse. Ja. Ich freue mich auf den nächsten Film mit uns beiden. Ja. Ich habe mir gedacht, Vitamin B gibt es nur in Österreich. Oder? Love it. Heidi Klum kann jodeln, ich kann das auch. Auch wenn mir die Österreicher immer sagen, ich kann es nicht. Geht ganz easy. Ja, gut. Und wenn ich mal kurz sagen darf, wir haben uns ja beim Filmfestival in Magdeburg gesehen. Was hast du da gemacht? Ich war auch da. Ich habe Theater gespielt. War ein Filmfestival. Ja, das wusste ich. Jetzt ist doch egal, es geht da jetzt um dich. Wer ist denn Lube F? Wer ist denn die Lube F? Die Lube F. Ich habe gehört, dass es in Russland Lube oder so heißt Liebe. Das dann dachte ich mir, das lasse ich da. Tschüssi. Sie ist wirklich so hübsch. Einfach schon unverschämt, wie hübsch sie ist. Ne? Du musst immer so ins Gesicht gucken und dann so hübsch. Valerie Wagner ist der neue heiße Scheiß. Ich habe ein Foto von dir in meinem Zimmer hängen. Wir fanden dich beide großartig. Ich gestimmt. Danke sehr. Ich finde es so geil, was du da gespielt hast. Dein Name fiel bei uns zu Hause ein paar Mal in letzter Zeit. Ich habe dir so gerne zugeguckt, weil ich echt Fan bin jetzt langsam von dir. Ich bin richtig, richtig froh, dass du diesen Preis bekommen hast. Vielen Dank. Also ich war wirklich beeindruckt, weil es wirklich toll. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Der Wahnsinn. Was Lustiges fällt uns bei ihr nicht ein. Nein, weil wir sie beide so toll finden. Spielen wir mal zusammen. Ja, das wäre schön. Martin Wuttgen. Ey, wir machen ja ein Interview. Martin, möchtest du mal her? Komm mal her. Du hast ja nun leider nicht gewonnen, ne? Nee. Aber das, was du da gespielt hast, war wirklich sehr, sehr schön. War auch ganz erstaunt, dass so ein depressiver Bademeister mir so gut liegt. Ich finde ja Bademeister per se so sexy, Martin. Das ist jetzt nicht so ein richtig sexy Bademeister. Doch, in seiner Unbeholfenheit. Ja. Ich war ja immer Rettungsschwimmerin. Nee, das weiß ich nicht. Eigentlich wären wir ein ziemlich gutes Team. Vielleicht könnte man dann eine Serie draus machen. Ja. Die Emilia, die deine Tochter gespielt hat, die hat 2 Jahre vorher schon meine Tochter gespielt. Das Elternpaar, du bist dann sozusagen... Ich bin die Mutter von Emilia und du bist der Vater. Ja, aber ich bin die heimliche Baywatch-Expertin und wir machen in der Freizeit halt ganz viel zusammen. Ich bin übrigens auch Rettungsschwimmer. Dann wirklich? Ja. HSB oder DLRG? Nein, DLRG. Ich auch. Aber das ist, glaube ich, schon wesentlich länger her. Ich bin ja auch erst 18.
gegeben hat. Und das sieht man in der Szene, wo du das Mädchen rettest, sieht man das. Ja, ist mir nicht so ganz gelungen. Ich hätte sie lieber... Sie als Schauspieler ist schon nie zu kriegen. War denn das Unterwasser mit der Perücke? Das war, glaube ich, das Hauptproblem der gesamten Crew da um mich rum. Aber sie hat ja gehalten. Sie war, glaube ich, fest betoniert. Also es war mit so Teppichkleber. So gute Perücken haben ja nicht viele. Nee, das stimmt. Warst du Jeanette Latzensberger? Das heißt, es gibt noch eine. Sehen wir uns auf der Party? Wir sehen uns auf der Party. Ich habe nur Angst, dass sie hier einfach stehen. Nein. Sehr intimes Theaterverhältnis. Ich sage nicht was, aber Arturo Uri im WE, schaut es euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Ist es nicht das, wo du oben ohne bist? Wir haben echt gute Arbeit geleistet. Au! Oh, guck mal, Körpereinsatz. Voller Körpereinsatz. Eben. Ey, weißt du, wie wir es verdient haben, dass man uns ein bisschen Anerkennung schenkt? Einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr da wart. Und weißt du, was wir machen? Es gibt doch immer in der Bunten dieses berühmte Foto. Ich liebe die Bunte. Ja. Und auf zwei Seiten alle wichtigen Leute vom Schauspielpreis auf einem Foto. Also auch wir. Na, da gehören wir rauf. Wir probieren das jetzt. Wir machen jetzt das Foto. Kannst du dich einmal noch zusammenreißen? Sine, ich bin nicht betrunken. Mann. Hey, ich bin Christine. Ich bin auch Schauspielerin. Wir sind auch wahnsinnig wichtig für diesen Abend. Du machst ein bisschen Foto für die Bunte? Ja. Und wir müssen da auch. Ja. Machst du? Ja, echt cool. Danke. Du musst einfach nur fragen. Einfach fragen. Das neue Format nennen wir Heim Acts by Dram Romcom. Kannst du es einmal kurz erklären, bitte? Heimatfilm, Action, Film, Spionage. Thriller, Drama, Romantic Comedy. Also, weil wir machen ja eigentlich alles. Horror eigentlich noch. Aber gut, machen wir erstmal Heim Acts by Dram Romcom. Horror. Stay tuned.